Über 1100 Brunnen haben wir die letzten 2,5 Jahre nachweislich gebaut. Größtenteils mit Vorher-Nachher-Videos, aber auch alle mit Vorher-Nachher-Bilder. Viele fragen uns, wie tief buddelt ihr oder bohrt ihr, wo baut ihr die Brunnen etc. Also die Brunnen werden in Bangladesch und in Afrika gebaut. In Afrika werden wir die Länder auch ausweiten, wo wir die bauen. Und in der Regel ist das so, dass die in Bangladesch einen sehr weichen Boden haben, man ziemlich schnell an Wasser rankommen kann, aber etwas tiefer buddeln muss, bohren muss, als in Ghana. Bangladesch geht schon los ab ca. 20, 25 Meter bis 70 Meter, 100 Meter, je nachdem. Ghana geht schon los ab 4, 5 Meter bis 10 Meter. In Ghana, Afrika ist allgemein bekannt, dass in Afrika der Boden ziemlich hart ist, ziemlich stabil ist. Und die Zustände, wie die derzeit an den Wasser rankommen, kann der Bruder nicht auch erzählen, denke ich. Wir müssen immer wieder beobachten, in den Ländern, wo wir unsere Brunnen bauen lassen, dass die bedürftigen Menschen das dreckige Flusswasser benutzen müssen. Am Tag sterben ungefähr 1000 Kinder durch verunreinigtes Wasser. Diese Situation müssen wir ändern, alle zusammen. Nur zusammen können wir es schaffen, diesen Menschen da vor Ort sauberes Wasser zu ermöglichen durch eure Unterstützung. Derzeit ist das so in den Orten, wo wir die Brunnen bauen, dass die Menschen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, er hat es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es gefilmt sogar, dass die von Flüssen Wasser holen, wo es Krokodile und Schlangen gibt. Das heißt, die gehen ein paar Kilometer weiter, holen von solchen Flüssen teilweise Wasser auf den Kopf, auf den Eimer. Und was haben wir gemacht? Für diese Menschen bauen wir Brunnen. Und viele fragen, ist das Wasser sauber? Erstens, die Menschen sind mit diesem Wasser groß geworden. Kann sein, dass wir das nicht so trinken können, aber die können das ohne Probleme trinken. Zweitens, gibt es Brunnen, wo man zum Beispiel noch tiefer bohrt, dass das Wasser noch sauberer ist. Das ist natürlich alles ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn man zum Beispiel einen Brunnen für 600 Euro bohren lässt, es ist anders, als wenn man einen Brunnen für 10.000 Euro bohren lässt oder bauen lässt. Das ist natürlich andere Qualität, was die Tiefe angeht, wo man halt reinbohren muss, reinbuddeln muss, um am Wasser ranzukommen. Und je tiefer, desto sauberer das Wasser. Und diese kleinen Brunnen, was wir bauen, sind für Menschen, die zum Beispiel in ein kleines Dorf leben, 60, 70 Menschen zum Beispiel, die überhaupt gar keine Möglichkeit haben, an Wasser ranzukommen. Dementsprechend bauen wir das für die und für die ist das Gold wert. Absolut Gold wert. Das haben wir immer mehr gesehen und es ist eine absolute Freude, wenn wir sehen, wie die Menschen an Wasser reinkommen. Jeder Tropfen, der darunter fließt, der ist für Menschen geeignet, für Pflanzen, aber auch für Tiere. Und jeder Tropfen, der darunter fließt, ist für mich was ganz, ganz Besonderes, wo ich sage, wow. Wir haben die Welt mit euch in einen besseren verändert. Das ist halt Entwicklungshilfe. Das Wasser läuft, lass ich sie öffnen. Das Wasser fließt, sauberes Wasser, Trinkwasser. Wir sind sehr glücklich alle.